Hallo, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wie versprochen geht es jetzt also weiter im Animus. Ne, denke ich mal, wir sind hier fertig. Wir haben mit allen geredet, wir haben mit Juno geredet, wir haben uns alles angeguckt. Immer ist angeguckt und... Viel Glück, Desmond. Jupp. Nicht versprochen. Bis später, Rebecca. Dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Denn nur wenn ich meinen Feind kenne, kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Davenport, 1773. Connor! Hast du einen Moment? Natürlich. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Schengbao. Oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab. Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Schick, schick. Wer ist da? Oh. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Nein. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Nein. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf! Diese Männer sind mächtig! Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen! Wenn du darauf bestehst, das zu tun, dann such es Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Das Kriegsbeil ist ausgegangen! Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in den Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht einen Bau? Armer Achilles. Puh. Oh ja, wir haben endlich den geilsten Tomahawk dieser Welt. Den Assassin-Tomahawk. Woohoo! Seht ihn, er hat das Assassin-Emblem als Schneideding. Das ist so geil! So, wir haben jetzt, gut, den Hafenmeister aufsuchen. Ah ja, Shao Yun wollte ich noch ganz kurz zeigen. Shao Yun, sehr interessant, ist eine Assassinin aus China und einer der letzten Assassinen, die Ezio Auditor vor dessen Toten noch begegneten. Wer Assassin's Creed Embers, hieß das, glaube ich, gesehen hat, das ist so dieser Film, der nach Ezios Geschichte ist. So Animationsfilm, kleiner. Sozusagen von Ezios Years After, der... Kennt sie vielleicht, der hat sie gesehen, sie kam ganz, ganz kurz vor als kleine Chinesin. So, was ich jetzt gerne machen würde, Kriegsball ist ja, oha, 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 sehr, sehr viele Siedlungsmissionen. Ich finde, wir können damit mal ganz, ganz schnell machen. Ich glaube, zu lange dauern die jetzt nicht. Wir haben ja auch noch Zeit, wir haben gerade erst mit der Folge angefangen. Kriegsball hin oder her, Siedlungsmissionen sind immer nützlich. Und dann können wir auch zu Sam Adams nochmal, ach, Achilles will was. Was ist denn los, alter Mann? Enzyklopädie ist einfach ein Mannes. Okay. Wikipedia. Connor. Ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht, in Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten. Ein Tagebuch, unsere Lebensweise... in dieser Übergangszeit, um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Das ist super. Also, Enzyklopädie ist einfach ein Mannes. F halten, um Einwohner zu analysieren und Informationen über sie zur Enzyklopädie ist einfach ein Mannes hinzuzufügen. Das ist ganz, ganz toll. Ich glaube, hier ist auch das Journal. Aber nee, ich glaube, das ist das Journal für... Konvoi etc. pp. Worum wir uns auch nochmal kümmern sollten.
Ja, das ist sehr süß, die Enzyklopädie. Wie Achilles ist das auch weiß. Unsere Zeiten werden interessant sein für die spätere Generation. Und alle später so, what? Woher wusste der das? Crazy shit. Wow. Was ist denn los? Bin schon da. Oh. Nochmal. Kannst du mir helfen? Lautloser Jäger, ja klar. Hallo? Bleib bisschen. Bist du wohl auf? Was glaubst du denn? Wie ist das passiert? Wilderer in den Wäldern. Ich bat sie zu gehen. Das war ihre Antwort. Komm mit. Wir müssen uns deinen Arm ansehen. Die Männer, die mir das antaten? Die können warten. Deine Wunde jedoch nicht. Ach, Connor. Du schaffst es bis zum Haus. Ach, ist nicht weit. Das ist nur eine Fleischwunde. Wie lautet dein Name? Miriam. Lebst du hier in der Nähe? Ich habe keine Heimat sozusagen. Oh. Ich brach als junges Mädchen ins Grenzland auf und seitdem verbringe ich mein Leben hier. Ich lebe, wo das Land es mir erlaubt. Eine ungewöhnliche Wahl für eine Frau aus dem Kolonien. Nein, wohl nicht. Ich hatte die Wahl. Entweder das, der Konvent oder ein Bordell. Ich entschied mich für die frische Luft. Hätte ich auch gemacht. So, jetzt ist es noch was? Ne, dann gehen wir auch schon zu Achilles ins Haus. Hey Achilles! Mit dem unsichtbaren Stock. Connor, was machst du da? Die Wilderer müssen gestoppt werden. Ich sah sie von meinem Hochsitz aus. Geh dorthin und du wirst keine Probleme haben, sie zu finden. Nimm den Wurfpfeil, wenn es geht. Du brauchst Übung damit. Alles klar. Gut, das machen wir ganz schnell, aber erstmal muss ich ganz kurz Pause machen, weil ich hier gerade zugetextet werde auf meinem Handy. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon ganz schnell wieder. So, da. Wir müssen also Miriams Hochzeit erreichen. Ja, schnell. Irgendwie durch die Bäume jetzt einfach mal. Genau, wir haben jetzt auch noch die Wurfpfeile. Ich muss mich gerade wieder nochmal erinnern, wo wir waren, weil. Ja. Immer werde ich abgelenkt. Ich darf echt tagsüber nicht aufnehmen. Das ist ein Fehler. Ich darf das nicht tun. Ach, scheiße, bitte müssen wir nicht da hoch. Muss ich diesen Felsspalt da erklimmen? Bitte nicht. Ich renne einfach so erstmal dem grünen Ding da so entgegen. Ich glaube, wir müssen hier gar nicht hoch. Das ist gut. Das hätte nämlich was dauern können. So. Ah, da ist er auch schon. Ich sehe es. Das müsste... Ja, Connor, du kannst da auf diesen Stein hoch. Ich weiß, es klingt eigenartig, aber... ehrlich. Aber es geht. So, und da sind wir auch schon. Und hoch. Huah. So, die Wilderer eliminieren. Hatten sie über eine Zielperson Q gedrückt, um einen Attentat auf diese Person auszuführen. Machen wir es mal so. Halten sie dann gedrückt. Und... Hui! Zack! Und hoch mit dem. Finde ich ja eher eklig. Weil das ist im Prinzip... Ja, der wird ja wirkt, ne? Irgendwie... So, wo kann ich denn jetzt aber hin? Wir müssen das jetzt erstmal so machen. Ist ja schon ganz praktisch, muss man ja sagen. Da hinten ist einer. Oh, da. Okay, den kriegen wir von der Felsspalte aus. Der da steht einfach so im offenen Feld rum. Oder? Ach nee, da ist ein Baum, ich sehe ihn. Ich würde gerne hier so drum. Ja, genau. Jetzt vielleicht. Nein! Ach, das war knapp. So, ich wollte auf den Ast hier und dann, Hä, er steht aber schon ein bisschen im offenen Feld. Wie soll ich denn über ihn kommen? Vielleicht von da? Von dem? Nee, irgendwie... Moment, ich versuch's mal. Sehen tut er mich auch nicht, das ist schön. Wie mache ich das denn? Von hier? Geht das von hier? Ja, das geht. Und...
Zack. Ah, komm her. Und. Ganz schön eklig. Muss ja echt schon sagen, ist uncool, aber gut. Ist auch eine nette Waffe. Von der Chun-Li. Oh, 6 Kugeln. Oder sowas, oder? Wie hieß die nochmal? Chun-Li. Ach, irgendwie so. So, dann müssen wir jetzt bei ihm. Hier ruf. Ich habe gerade einen Biber gehört. Ich habe auch irgendwie so ein Biber-Alarmsystem jetzt mittlerweile im Körper. Na, komm, na. So. So, der ist ganz einfach. Zack. Heilung, wir fallen zurück. Warum stirbt er nicht? Schneller, wir dürfen ihn nicht verlieren. Ich halte sogar. Also ich drücke Q und halte. Oh, geht das nicht, weil er mich gesehen hat? Vielleicht liegt's daran, ne? Mist. Paff! Naja, dann halt so. Oh. Mann, das hat ja super geklappt. Neben. Pass auf, ich hab einen Tomahawk, Alter. Aua. Aua. Oh, der Typ ist scheiße, ich renn weg. Hier, pass auf den Baum, kommst nicht rauf. Oh Mist. Komm, nein, geh weg. Du siehst mich eh nicht mehr. Ha. Wie er auch im Plural redet. Wir fallen zurück. Du bist alleine, Alter. Ah, scheiße. Immer läuft alles kacke. Mist. Vor allem die einfachsten. Immer die einfachsten. Nie schaffe ich die. Nie. So, irgendwo verstecken. Oh. Ach Mann, oh. Ich will neu starten. Kann ich neu starten? Das ist alles irgendwie scheiße gelaufen jetzt. Oh, Alter. Kann ich echt neu starten? Das ist total dämlich gerade. So. Mist. Das war super dämlich. Verschwendete Zeit. Ole. Ole. Na toll, okay. Ich meld mich dann am besten wieder, wenn ich wieder da vorne bin. Also, bis gleich. Am besten, wenn mir dann nur noch der eine fehlt. Also, ja, ihr wisst schon. So, da bin ich auch schon wieder. Es ging doch alles kurz und schmerzlos. Zumindest für uns. Bisher. Jetzt muss ich mich noch mal an diesen Typen da versuchen. Wenn ich jetzt schwer verkacke, ne, dann fange ich an zu weinen. Ja, Connor, du kannst hier hoch. So, und da sind wir hoch. Er steht so komisch, muss er das? Naja. Ah, okay. Das war's schon. Super. Was ist noch mehr? Oh Mann. Ist ja ätzend. Die Filter eliminieren so viele. Echt? Oh. Okay, da muss ich wohl von dem Baum aus. So. So. Der andere sieht uns gerade. Schade. Siehst du es doch gar nicht mehr. Guck mal. Zack. Hua, und? Und? Zu langsam. Wie zu langsam? Du bist tot. Da hinten habe ich gerade einen Wolf laufen sehen, glaube ich. Oh ja. Okay. Ah, zack. Puh, das war knapp. Ich habe irgendwie alle Knöpfe gedrückt, außer den ich sollte. Ja. Der Süße, der das auch immer sagt, wenn, also jetzt sagt er das, ne, in seiner Assassinenmontur, wenn er Tiere häutet. Hey,
Hey! Wo seid ihr, Freunde? Du schießt im Wald auf Fremde? Ist das üblich bei der Jagd, da wo du herkommst? Nein. Verschone mich. Na los, erzähl deinen Freunden, was hier passiert ist. Oh ja, das wird er machen. So, gut, dann haben wir uns um das gekümmert. Kommen wir wieder zurück zu Achilles und der guten Miriam. Der Jägerin. Hui! Boah, diese Bugs, ey. Ich möchte immer noch so einen Bug-Counter. Aber bin ich, glaube ich, zu faul für. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Ich bin nicht so bewandert, muss ich ehrlich sagen. So Videobearbeitungszeug. Naja, also Basics kann ich. Ne? Also, wie ihr seht, wenn ihr diese Folge seht, dann kann ich die Basics. So. Ah, da ist sie. Sehen wir auf der Karte die Miriam. Miriam. So. Tür auf. Jo, ist alles klar. Feld ist frei. Vielen Dank, Achilles. War mir ein Vergnügen. Warum schossen die Männer auf dich? Es ist kein Geheimnis, dass das Land voller Wild ist. Auf meinem Weg, mir die Jagderlaubnis zu holen, bemerkte ich die Eindringlinge und ich schlug ihnen vor, dasselbe zu tun. Die Früchte des Waldes sind nicht mein Besitz. Es steht dir frei, hier zu jagen. Doch es wäre gut, deine Überschüsse mit den anderen zu teilen. Nun gut. Einverstanden. Juhu! Und somit haben wir also eine Jägerin in der Siedlung. Ha, schön. Pelze, Kräuter und andere Jägerwaren stehen nun bei Miriam zur Verfügung. Vielen Dank. So, ist die Frau denn gerade hier irgendwo da? Um gerade die Enzyklopädie vielleicht zu weiterzumachen? Was ist das denn da? Connor, ist das Hase oder sowas? Naja, wo ist denn Miriam? Die Karte bitte? Die Karte hätte ich gerne. Na, danke. Da ist sie. So, dann kann ich euch mal ganz kurz demonstrieren, wie das aussieht. Wenn es klappt. Ach, da oben ist sie. Super. Dann ist sie sogar bei der Arbeit. Waha. Hier gibt es sonst immer was. Na, so, wir machen einfach so. Wir sehen sie an. Und da, ins Kopier ist einfach meines aufgezeichnete Einwohner, Jägerin. Eins von drei, also eine von drei Tätigkeiten beobachtet sozusagen. Guten Morgen, Connor. Hallo. So, runter und wir können sie weiter stalken. Yay, Einwohner stalken. Hallo Miriam. Was machst du so? Ein schöner Morgen. So, diese Aktivität hatten wir bereits. Wann auch immer. Ich stelle mir das immer so vor wie ein Sims. Also irgendwann fangen die mal was Neues an, irgendwann nicht. Jetzt ist es plötzlich ungültig. Keine Ahnung warum. Immer noch ungültig. Komm, mach was Cooles. Mach was Cooles, Miriam. Töte irgendwen. Irgendwas. Mach was Cooles. Zieh dich aus. Weiß nicht. Ich bin der Stalker, Connor. Egal, wo du hingehst. Ich komme mit. Wir gucken, ob sie noch irgendwas macht. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, aber... Ah, das dauert so lange. Ich glaube, diese Enzyklopädie ist leider nicht so fürs Let's Play gedacht. Vielleicht wieder in so einer Folge in Überlänge oder so. Ja, ein sehr geschäftiger. Ich sehe schon. Du bist höchst beschäftigt. Ach komm, wir lassen es sein. Ja, viel mehr Zeit haben wir jetzt leider auch nicht. Ich kann aber schon mal... Oh Gott, sind wir weit weg. Zur nächsten Siedlungsmission antanzen. Oder hintanzen, sagen wir es mal so. So langsam auf den Weg machen. Ich meine, wir haben ja noch einiges zu erledigen hier. Die Siedlung muss auch einfach aufgebaut werden. Das ist ein Muss, wie ich finde. Raubtiermanöver. Ach so. Ich dachte gerade, wie Kuh halten und das nach oben bewegen. Hä? Vor allem, wie soll ich D nach oben bewegen? Also mit W und D oder drücken oder was meinen die? Na egal. So, dann sind wir auch schon... Bald wieder. Ach, das ist, ist es bei Terry und Godfrey? Ah nein, das ist bei den Farmern. Oh oh. Okay, da ist irgendwas passiert. Da werden wir natürlich in der nächsten Folge einschreiten. Ach, der Connor. Ja, ich helf gleich. Oh, der ist so groß geworden. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis dahin. Tschüss.